Ich könnte es eigentlich wirklich probieren. 43,5. 43,5. Okay, ich probiere das jetzt. Es geht aber mit der Zeit. Ja Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja liebe Leute, long time no see, mich gibt's noch, ich lebe noch. Für viele, die mich aktiv auf meinem Vlogging-Kanal Maximilian verfolgen, die wissen, dass da regelmäßig Content kam, im Gegensatz zu diesem Kanal. Aber genug geplagt. Was haben wir gemacht? Was ist passiert? Warum gibt es ein Video? Warum bist du da? Ich wurde eingeladen zu einer Veranstaltung, genau aus der Szene, die mich normalerweise nicht so gern hat. Nämlich diese Archive Avantgarde Rick Owens Szene. Die haben einen fetten Flohmarkt gemacht und mich da komischerweise eingeladen. Ich habe mir gedacht, was mache ich dort? Warum wollt ihr, dass ich dorthin komme? Und ich habe dann, wo ich schon skeptisch war, von 4 verschiedenen Leuten noch die Frage bekommen, ob ich dort auch hinkomme. Und dann war mir eigentlich klar, die haben irgendwas geplant. Hab mir gedacht, hey, pass auf, ich lade einen Kumpel von mir ein. Der hat vieles aus diesem Archive-Segment. Der hat mir da Pieces mitgenommen. Oha, dieser Janzi. Absurd, ja. Und was ist jetzt von Rick Owens und die Schuhe auch, gell? Ah, diese Schutzjacke. Und drunter soll ich Tanktop anziehen. Was kostet das alles zusammen? Circa. 5.000! 5.000 Euro Outfits, das habe ich natürlich angezogen, das war das Endergebnis. Na boom. Rick for life. Wie mache ich, wie verhalte ich mich? Weil das ist ein bisschen zu sehr Gangster, ja. Gell? Und musst du... Ah ja, warte, so... Nein, nicht so, das ist wieder zu... So machst du immer, du machst ja, ja, du musst so, ja, so... Ach so, debrig, gell? Genau, ja. Soll ich die Emmy... Ich kann nicht so rauskommen, brauchen wir ja. Ist zwar beige, aber ich glaube, die passt zum Style auch. Halt. Ja. Freunde, was ist das wohl für eine Jacke? Das ist die Frage, gell? Das schaut nicht schlecht aus, aber, sehr ehrlich. Es ist halt gar nicht mein Stil so, aber es schaut nicht mal so schlecht aus. Sind die Bilder da mit den Rockstars? Ja, was? Ja. Ja. Okay, ganz normaler Fit, oder? Let's go. Vorher mussten wir natürlich noch ein bisschen Food grabben, weil auf leeren Magen geht gar nichts. Bei dem Fit zu meinem Lieblingskebab um die Ecke ist mir jetzt schon unangenehm. Ja, alles fit. Über Kebab kann man machen, aber muss man sehr scharf mit der. Das war so peinlich, ich komme da fast jeden Tag her. Beste Leben, Leute. Berliner Kebab, bester Kebab in ganz Wien. Dann haben wir uns am Weg zum Event gemacht. Leute, wir sind angekommen. Natürlich, Glasses on. Jacke aus, dann sind wir im perfekten Style fürs Event. Gehört ihr noch weiter rauf? Ja, hinten. So, das. Auf chillig, jetzt geht's los, Leute. Was erwartest du dir vom Event heute? Dass ich meinen fetten Oberarm präsentieren kann. Was erwartest du dir vom Event? Dass das M&M-Tattoo ersichtlich ist. Oder erwartest du, dass die Sabrina da ist? Mit der schmust er immer VIP herum, die Augen. Nein, schneiden wir natürlich raus. Natürlich nicht. Jetzt haben wir ein Making-of, wie Max sich die Hose bindet, okay? Jetzt zieht er sich ein bisschen rauf. Ich mache jetzt das Voice-Over. Er bindet sie eng zusammen, sehr eng. Komm Max, eng, wie die Rechnung im Vogel. So Leute, am Eingang sieht man anhand der Outfits schon, dass wir uns da richtig befinden. Der bösartige Plan war ja eigentlich dorthin zu fahren und die Leute so ein bisschen hops zu nehmen. Aber was dann dort passiert ist, mit dem habe ich selber auch nicht gerechnet. Komm mal näher. Das Ding ist, ich habe mir gedacht, das wird irgendwie so ein Gag, die wollen mich ein bisschen verarschen und so. Jetzt im Endeffekt sind alle mega nett und zuvorkommend. Jetzt kann ich denen das fast nicht antun, dass ich gemein bin und Leute roaste auf dem Event. Noch dazu, weil jeder vom anderen mitkriegt. Machen wir einen ernsthaften Beitrag draus. So Leute, herzlich willkommen. Bro, allein wie ich da stehe. Das ist obviously ein Joke, was ich da mache. Warte, ich stelle mich da einfach mal dazu, mal schauen, ob ich auffall. Du warst in dem Rico Owens Video, oder? Ja. Wart ihr nicht gemeinsam? Ah! Danke. Ah! Servus, grüß dich, wie geht's euch? Alles fit? Ja, was schaust du da gerade an? Na, schneller. Zerfahren Rico Owens. Du, ich habe mich ein bisschen da angepasst, natürlich. Was sagst du? Ich bin leider nicht ganz so schlank. Boah, die würden aber so diese Rick Tanktops stehen. Diese Rick Tanktops? Ja, diese ganz engen Sportsachen. Ja, aber muss man da nicht so dünn sein eigentlich? Na, es gibt ja viel Rick, was auch für Muskeln so. Also für so Beleibtere wie mich geht das schon? Ja, manches auch. Okay. War die richtig wilde Brille gefunden? ERD. Absolut nice Marke. Die Brille auch.
extrem cool. Das ist heute in Kollaboration mit dem französischen Brillenhersteller bzw. Brillendesigner Thierry Lasserie. Ah. Und das ist, und Henry ist halt bekannt für seine Artworks. Ah. Du siehst die Patches, du siehst die Zeichen, du siehst die Stick. Okay, die Kiddies haben Nasenbluten vom Koksen, oder? Genau, genau. Naja, früh übt sich. Das ist halt dasselbe. Also sieht man das immer. Ist übrigens inspiriert von einer Fotografie aus dem Volksgarten. Ja, das wissen die wenigsten. Ah, das habe ich tatsächlich gar nicht gewusst. Ah ja, jetzt weißt du es. Ja. So hast du gesagt, das ist diese. Bitte. Ich könnte es eigentlich wirklich probieren. Okay. Komm ich da überhaupt rein? Macht man die auf der Seite auf? Nein, dann schlupft man einfach rein, gell? Bitte. Ja, okay. Boah, es ist das schon eine Challenge für mich, diese Schuhe anzuziehen. Okay. Ah, da kommt man easy rein. Oh mein Gott. Soll ich halt? Ja, halt mich mal. Okay. Ja. So, ich habe jetzt High Heels an. Was sagst du dazu? Oh mein Gott, wie das ausschaut. Ah, das ist doch ein Meme, oder? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich ernsthaft so rausgehe. Ich glaube, wenn mich meine Oma so sehen wird, die wird mich enterben. Was sagt ihr? Cool? Kann man machen? Ich habe letztes Mal gesagt, es soll Kiss-Heels. Du hast gesagt, es soll Kiss-Heels sein. So, jetzt habe ich Kiss-Heels an. Jetzt schaue ich scharf aus? Ja, schon. Okay. Ja, schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Findet ihr, sollte ich zukünftig meinen Style in diese Richtung verändern? Bin mir da eher noch unsicher. Es ist nicht mal so unbequem. Ich habe mir das anders vorgestellt. Also ich finde die mindestens genauso unbequem wie die ich jetzt gerade anhabe. Du ziehst das privat auch an, gell? Ich habe selber Kiss-Heels. Ah, du hast selber Kiss-Heels auch? Mit transparenter Heel. Ah, okay. Also noch auffälliger. Ja. Okay, Freunde, wir haben noch was gefunden von Christina Seewald. Ist das überhaupt für Männer? Alles ist unisex hier. Alles ist unisex. Ah, okay, ja. Fesch, oder? So gehe ich dann. Was soll das? Was soll das aber sein? Eigentlich. Kennst du diese Männchen, die im Wind so machen? Ja, was ist das? Super fesch, oder? Cool. Also du meinst, die könnten auch gut passen? Also vom Look her, glaube ich. Es hat immer was Spezielles. Okay, schau mal. Das Problem ist, für Sonnenbrillen bin ich ja immer empfänglich. Was hast du da an? Das ist ist wahrscheinlich kein Echtpelz. Ist so ein nee, bisschen das ist Fake-Pelz. Ja. Dann, das ist ein Junior Watanabe-Kleid von okay. 2007. Darunter ein Andy Milumistas Kirk gelayert, eine Hose von Koss und Saint Laurent Cowboy Boots. Alles in schwarz natürlich. Natürlich. Auch eine wilde Schminke hast du dich extra hübsch gemacht heute. Ja. Gell? Wie alt seid ihr? 22. 20. Okay. Die Frackly sind so oder hast du die selbst drauf geschminkt? Genau. Okay. Auf TikTok hast du dir die Zaubertricks rausgesucht. Mäßig, ja. Okay. Ja, cool, cool. Auf. Und du bist sein Boyfriend? Ich bin seine Freundin, ja. Wir haben die gleiche Adidas-Hose. Ah, tatsächlich. Okay, und ihr geht's dann auch so gemeinsam raus? Ja, genau. Aber wart ihr schon zusammen beim letzten Video? Nein, noch nicht. Ah, okay. Ah, keiner Stecker. Sehr gut. Sind dir die aufgefallen an ihm? Ja, ich find's cool. Also, er kann's halt tragen so. Also, es ist voll im Mindset drin. Also, ich finde auch die Ice of Casio cool mit den Kissies. Also, ja, okay. Ist mal was anderes. Ist er so ein bisschen auch dein Beuteschema gewesen? Hast du so ein bisschen in die Richtung dich umgeschaut, oder? Also, nein. Wie hat dein Ex vorhin ausgeschaut? Ganz anders. Du bist der Veranstalter von dem. Genau, also ich bin von Runway Garments und das ist unser Second Anniversary. Das heißt, es ist unser zweijähriges Sprachenlernen. Bubble. Props von meiner Seite, dass ihr auch alle so offen seid. Das ist ja das Wichtige in der Modegruppe, dass alle miteinander sind und nicht gegeneinander. Ja. Dass sie tragen, was sie wollen. Und es ist einfach mega geil, wenn jeder einen coolen Vibe mit reinbringt. Ich hab zuerst das Video gesehen und ihn dann kennengelernt, über Tobi. Du hast durch mein Video einen Aufriss ja, ja. gemacht. Na. Gibt wahrscheinlich zu wenige Events in der Richtung, oder? Wo solche Leute zusammenkommen. Ja. Ja, das war das letzte und das ist ja lange her. Da war mein Style noch ein ganz anderer, da habe ich ja noch Chromas getragen. Das sage ich nicht. Fix, Patrick Spector, du kannst dich warm anziehen, jetzt zerstört Maximilian die Rick-Szene. Ja gut, ich glaube, ich werde mal wieder aus den Kiss-Heels raus, weil viel länger. Ich kann nicht mal gerade ordentlich. Es geht aber mit der Zeit. Ich versuche so ernst zu bleiben, aber ich tue es selber wieder schwer. Ja, okay, cool. Hätten wir das auch mal ausprobiert, Leute. Statt Depressionen, Hate und Ritzen gab es Friede, Freude, Eier und Kuchen.
Super Event, liebe Leute, super mit dem Kaugummi noch drin. Coole Menschen da, richtig nice Fits. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich noch die ERD-Brille kaufen. Schaut vorbei, nächstes heißt das fix wieder am Start. Wir haben unten nochmal das Event auf, in der Insta, wie heißt diese Box? Ich habe schon lange keine YouTube mehr gemacht. Unten verlinkt, lasst Support da. Das Video ist ganz anders geworden, als ich es ursprünglich vorhatte, aber ich bin positiv überrascht. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns, keine Ahnung, in einem halben Jahr beim nächsten Video oder so. Das war's von mir, euer Maximilian.